Hallo und herzlich willkommen zu Maler TV News. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Die vom 10. bis zum 14. März in München geplante internationale Handwerksmesse muss als Konsequenz der anhaltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder abgesagt werden. Eine weitere Verschärfung der Maßnahmen sowie fehlende Planungssicherheit seien die ausschlaggebenden Gründe, so der Vorsitzende der Geschäftsführung der GHM, Dieter Dohr. Damit werden auch die gleichzeitig stattfindenden Handwerk und Design sowie die Garten München 2021 nicht stattfinden. ZDH-Präsident Hans-Peter Wollseifer bedauert die Absage. Die Handwerksbetriebe bräuchten die Messen dringend, um ihre Produkte, Innovationen und Dienstleistungen zu präsentieren. Nach dem vergangenen Jahr wäre das für die Betriebe wichtiger denn je gewesen, so Wollseifer. Als Wirtschafts- und Gesellschaftsbereich fehle darüber hinaus die zentrale Plattform zur Darstellung der eigenen Leistungsfähigkeit in Verbindung mit politischen Diskussionsforen wie dem Münchner Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft mit der Bundeskanzlerin. Dennoch blicke man positiv in die Zukunft, um dann auf der nächsten IHM 2022 endlich wieder positive Impulse für das gesamte Handwerk zu setzen. Die nächste IHM findet vom 9. bis zum 13. März 2022 auf dem Messegelände München statt. Ja, und wir springen von München nach Leipzig bzw. nach Karlsruhe. Die Leipziger Messe hat mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 die Paint Expo von der Fairfair GmbH übernommen. Seit ihrer Gründung 2006 findet die Paint Expo alle zwei Jahre an der Messe Karlsruhe statt. Mit zuletzt 537 Ausstellern aus 29 Ländern und 11.790 Fachbesuchern aus 88 Ländern hat sie sich zur Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik entwickelt. Jürgen Hausmann, Geschäftsführer der Fairfair GmbH, der die Paint Expo im Jahr 2006 gegründet und entwickelt hat, bleibt beratend an Bord. Zusätzlich übernimmt die Leipziger Messe das Messeteam der Paint Expo sowie den Standort im baden-württembergischen Oberbeuingen. Die Leipziger Messe führt die Zusammenarbeit mit den bisherigen Kooperationspartnern J, Journal für Oberflächentechnik und der Messe Karlsruhe als Standort der Paint Expo auch zukünftig fort. Die nächste Paint Expo wird vom 26. bis zum 29. April 2022 in Karlsruhe stattfinden. Dank konsequenter Umsetzung der Hygienemaßnahmen und Minimierung persönlicher Kontakte kam die Meffert AG Farbwerke bislang gut durch die Corona-Krise. Dank der gestiegenen Nachfrage in den vergangenen Monaten verkaufte das Bad Kreuznacher Familienunternehmen im Jahr 2020 sogar mehr Farbe denn je. Da aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie im letzten Jahr sowohl der gemeinsame Besuch des Kreuznacher Jahrmarktes, das traditionelle Familiensommerfest sowie auch die Weihnachtsfeier der Belegschaft ausfallen mussten, hat sich der Vorstand der Meffert AG Farbwerke nun dazu entschlossen, den Betrag von insgesamt 30.000 Euro für eine Spendenaktion bereitzustellen. In Tranchen zu 1.000 bis 4.000 Euro wird das Geld an gemeinnützige Einrichtungen und Vereine in Bad Kreuznach ausgeschüttet. Zum Dank für die gezeigte Bereitschaft zu Mehrarbeit und Sonderschichten überwies das Unternehmen außerdem allen Mitarbeitern einen Corona-Sonderbonus. Und apropos Corona-Sonderbonus, die Frist für die Auszahlung eines steuer- und abgabefreien Corona-Bonus bis zu 1.500 Euro pro Arbeitnehmer wird bis zum 30. Juni dieses Jahres verlängert. Bislang konnten Betriebe ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur bis zum 31.12.2020 einen steuer-, sozialversicherungs- und beitragsfreien Bonus auszahlen. Jetzt können diese Zahlungen auch noch bis Ende Juni geleistet werden. Ob und in welcher Höhe eine Zahlung erfolgt, obliegt dabei jedem Betrieb selbst. Auch eine Zahlung in Teilbeträgen ist möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite des Bundesverbandes Farbe, Gestaltung, Bautenschutz unter dem Begriff Corona-Bonus. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Weitere Informationen und Branchen-News finden Sie wie immer auf unserer Homepage oder über unseren Facebook- oder Instagram-Kanal. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund!